Die Psoriasis inversa ist eine besondere Form der Schuppenflechte. Und zwar äußert sie sich dadurch, dass sie an bestimmten Stellen auftritt. Und zwar immer dort, wo Haut auf Haut auftritt. Also das bedeutet zum Beispiel im Bereich der Achseln oder in der Analfalte oder auch unterhalb der Brüste sowie im Leistenbereich. Die Schuppenflechte selbst ist eine Erkrankung, bei der sich sogenannte Plaques, ausgeprägte Schuppen, bilden. Und normalerweise treten diese Schuppen insbesondere an den Ellenbogen oder auf den Knien auf. Und das ist die Besonderheit, die Psoriasis inversa tritt eben an anderen Stellen, auch zum Beispiel im Bereich des Bauchnabels auf. Und da hier die Haut auf Haut aufliegt, ist dieser Bereich häufig etwas feuchter und die Schuppenflechte zeigt sich auch von der Form und Farbe ein bisschen anders als normalerweise. Normalerweise ist bei der Schuppenflechte eine silbrige Schuppe oder viele silbrige Schuppen zu sehen, und dadurch, dass wir bei der Psoriasis inversa eine hohe Hautfeuchtigkeit haben, kommt es eben nicht mehr zu einer silbrigen, sondern eher zu einer rötlichen und feuchten Darstellung der Schuppen, also keine klassischen Schuppen mehr wie im Sinne der Psoriasis vulgaris. Die Psoriasis inversa wird ähnlich wie die Psoriasis vulgaris behandelt. Das bedeutet, dass man Cortisonpräparate verwendet, man kann eine Lichttherapie durchführen oder Vitamin-D-Präparate anwenden, aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Und besonders wichtig ist natürlich durch die Lokalisation, dass man diese Stellen besonders trocken hält, dass man keine zu fetthaltigen Salben aufträgt, denn ansonsten wird die Haut nur noch stärker gereizt. Und man kann auch zum Beispiel unterhalb der Brust oder im Bereich der Bauchfalten Leinenläppchen einfach dazwischen legen, damit die Stelle trocknet. Das ganz grundsätzlich zur Psoriasis inversa, ganz allgemein. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne oder Sie finden viele ausführliche Beiträge auch in unserem Hautarztlexikon.